Okay. Was ist denn ein Spurensucher? Was steht da denn? Not for sale. Aha. Guck mal, da liegt eine Kamera. Oh, hier. Coffee World Mitarbeiter. Hoffentlich sind sie keine Monster. Okay. Also. Nicht auf die Haftpflichtformulare für den Bring deinen Hund mit zur Coffee World Tag am Dienstag vergessen. Der Perkulator wird leider gerade repariert, aber keine Sorge, wir werden ihn so schnell wie möglich wieder auf Vordermann bringen. Auf den Fotos kleben Sticker. Also. Fundsachen, Wartung, Fahrer, Hausmeister, Souvenirladen, Wache, Pflegekraft, Parkrundgang, Getränkestand. Okay. Dann nehmen wir Spurensucher. 1. Oh, was war das? Wache, ne? Vier. Oh, und was war das dritte? Irgendwas mit S. Was haben wir noch? Nein, nicht. Oder? War das Souvenir? Nein. Getränkestand, Pflegekraft. Vielleicht doch. Dann machen wir mal 1, 4, 2. Und wenn nicht, dann können wir nochmal gucken, was es genau bedeutet. Oh, hier ein Messer. Ein Spielzeugmesser muss reichen. Immerhin. So. Ah, Saubermacher. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Okay. Ups. Falscher Knopf. So. 1, 4, Saubermacher. Bist du das? Ne, Wartung. Light Operator. Ah, hier, er. Hausmeister. Oder? Na, eigentlich nicht. Pflegekraft. 146? Meinst du Janitor, ja? Okay, probieren. Könnte passen. Eins, vier, sechs. Ha, das hat dir der Teufel gesagt. Die Schlüssel zu meinem Wohnwagen. Jetzt muss ich noch den Klicker und den Kult finden. Und wer zum Geier ist Klicker? So, ich muss gerade mal ganz schnell pinkeln. Ich habe sehr viel getrunken eben. Bin sofort zurück. Warte, ich mache hier Pause. Ja, ist richtig. Ist richtig. Janitor sind auch Putzkräfte. So, bin sofort zurück.
So, bin ich schon wieder. Ey, danke für deinen Sub, Schickiloi. Und viel Vergnügen im Lurk. So. Dann gucken wir weiter. So, jetzt können wir aber eigentlich den Park noch ein bisschen untersuchen. Bevor wir unseren Wohnwagen suchen. Leer. Alles zu. Jawohl, wie erwartet. Auch zu. So, dann gehen wir mal auf die Map. Yeses. Was war das? Hier ist die Wohnwagensiedlung da unten. Ja, das ist noch die eine Kiste, ne? Armbrustbolzen. Oh. Hätten wir die mitnehmen können. Aber ich würde nur mal gerne nach der Kiste da oben gucken, ne? Aber ich habe nicht alle Kombinationen gecheckt. Ach, doch, wir haben es ja aufgekriegt. Ja, ja, alles klar. Da war ich mal kurz verwirrt. So. Oh, dann gehen wir nochmal da lang. Nach dem Bolzen gucken. Und wenn man die mitnehmen kann, ist ja schön. Wo waren die? Hier, ne. Da hingen die. Nö, zeigt aber nichts an. Dann brauchen wir erst die Armbrust, die wir da oben ja nicht gekriegt haben. Okay, okay, okay. Dann. Ah ja. Ah, man kann zoomen. Das ist ja cool. Okay, Coffee World. Souvenirladen. Da sind wir runter. Ja, dann ist da ja gar nicht mehr so viel abzuchecken hier. Ja, dann. Wo geht's denn da noch hin? Vielleicht gibt's hier auch noch Loot. Nix drin. Was höre ich denn da? Irgendwas bewegt sich. Dosen werfen. Latte Lagoon, da war doch auch irgendwas in dem Brief. Da läuft doch jemand, oder? Irgendwas höre ich da. Doch, ich höre es genau. Na komm. Ach, das sind die Tretboote. Da waren wir ja am anderen Ufer. Und konnten nicht rüber. Vielleicht jetzt. Ah, ne, da geht's nicht weiter. Ja gut, das kommt vielleicht noch. So, da ging's ja nicht weiter. Dann können wir hier wieder zurück.
Und gehen jetzt mal da lang oder da lang. Da oben läuft jemand. Bam. Komm, wir gehen mal da lang. Oh, ich höre da schon wieder jemand da hinten. Da kommt er. Hey. Der war schnell. Gut, Medipack. Haben wir keinen Platz dafür? Haben wir ja auch genug, ne? Ja, Batterien haben wir auch ohne Ende. Guck mal, da ist noch Platz. Ach so, das ist aber ein doppelt belegtes Ding. Kann man die nicht zusammenführen hier? Nö. Nee. Ja, komm. Das wird schon passen, so. Alles mal ein bisschen. Oh, da liegt eine Notiz. Bilder. Okay. Da klingelt es jetzt noch nicht bei mir. Und das ist unter der Brücke durch, okay. Hier noch was? Nö, leer. Auch kaputt, alle kaputt. Hier noch? Ne, da ist nichts drin. Okay, okay. Ja, komm. Gehen wir mal da lang. Da ist Exit. Aber wollen wir erstmal noch ein bisschen gucken hier, ne? Spielplatz. Hot Dogs. Mock of the Moose. Ja. Mhm. Wir wissen ja schon, dass er tot ist. Jetzt haben sie einen Pappaufsteller dahingestellt. Ja. Why not? Kann man machen. Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Ist nett. Leer. Das ist eine Figur, die wir brauchen. Nee. Okay. Hm. Oh, hier. Wow. Naja, Schrotflinte ist eher was für den Nahkampf. Ja. Nicht so interessant.
sind wir denn jetzt? Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Da geht auf jeden Fall Action. Da sind Motorräder. Motorbikes. Ah, das ist eine Kiste. Noch ein Kultversteck. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Lass mal die Lampe aus. Geht das hier? Naja, warte. Erst die Lampe aus. Da nochmal gucken. Ne, macht die Lampe wieder an. Dann gehen wir einfach mal davon aus, dass sie das Vieh meinen, was wir da oben gesehen haben. War das da? Ne. Hier war das, ne? Da. Was verbiegt sich hinter dem Lächeln? Kann man da noch hoch? Vielleicht liegt da was hinten dran. Nee. Aha. Der Schlüssel. So, dann gehen wir wieder da runter. Nee, nicht hier. Oder? Nee, hier. So, aber auch nicht hier. Kommt schon wieder einer. Da. Ein Wolf. Kein Loot. So, da ist er. So, Munition. Munition und Pfeile. M und T sollten gestern Abend auf Streife gehen, sind aber nicht aufgetaucht. Wenn jemand etwas von ihnen hört, lasst es mich wissen. Ja. Irgendwie bereue ich es, dass wir die Armbrust nicht gekriegt haben. Munition scheint es dafür ja en masse zu geben. So, was gibt's hier? So, erstmal nichts. Hier wäre eine gute Möglichkeit für ein Versteck von irgendwas. Aber nein. Gehen wir mal dahin. Oh, da sind Zahlen drauf. Okay. In dem Manuskript stand doch auch irgendwas. Von wegen einer bestimmten Gondel. Geht nicht. Dann verfolgen wir gleich mal das Stromkabel. Aber erstmal die Gondeln hier checken.
Ach, die haben eine Gondel entfernt. Das war das, glaube ich, ne? So, und was mit euch? Da kann man runter, okay. So. Muss ich gerade mal nach dem Stromkabel hier gucken? Ah ja, hier. Eine Sicherung fehlt. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Das ist schlecht. Weil die habe ich schon verwendet. So, wie kommt man denn da runter? Mach mal Licht an hier. Ist da irgendwo ein Eingang oder so? Den wir nicht gesehen haben. Sieht nicht so aus. Nein. Guck mal hier. Ah. Verstehe. Wir brauchen erst eine Sicherung, damit wir das auf die Seite bewegen können, damit wir da runter können. Um sonst wohin zu kommen. Aber guck mal daneben. Da ist eine Art Tunnel. So ein Tunnelsystem. Aber ich sehe keinen Eingang. Irgendwo versteckt? Nee, ne? Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht geht's von der anderen Seite da rein. Irgendwie hätte ich ja Bock, mich da reinfallen zu lassen. Geht das? Nee, geht nicht. So. Gehen wir mal dahin. Ach so, das ist der alte Weg, wo wir vorhin schon gelaufen sind. Dann gehen wir da lang, da ging es nämlich eben auch irgendwo weiter. Da können wir mal kurz gucken, ob da in dem Durchgang irgendwas ist. Aber sieht nicht so aus. Was rappelt denn meine Uhr die ganze Zeit? Nichts Wichtiges. Okay. Dann gehen wir doch nochmal hier lang. Um dann hier weiterzugehen. Da waren wir nämlich jetzt so noch nicht. Das ist der Ausgang, verstehe. Gehen wir erstmal noch ein Stück weiter. Gucken, wo es dahin geht. Ah, da sind wir wieder hier. Jo, nö, dann haben wir erstmal alles gesehen. Jo. Wahrscheinlich finden wir noch eine Sicherung im Wohnwagen oder so. Und dann kommen wir nochmal zurück. Da ist ein Steingebilde. Ich schätze mal, da ist wieder so eine Lunchbox. Ist nämlich immer so, wenn da so Steine sind. So bunte Steine. Man muss sie nur finden. Hier ist der schwebende Becher. Ah ja, hier. Und noch eine Lunchbox.
Boah, 9 Manuskriptseiten haben wir. Du kannst alles tun, was du dir vornimmst, Held. Solange das, was du dir vornimmst, Teil der Geschichte ist. Jawollo. So, jetzt würde ich gerade mal gucken. Da. 11. Da kriegen wir hier nichts dafür. Pistole. Auch nicht. Ja, erledigt. Hier hat sich sonst nichts getan, ne? Ne. Dann. Ach. Sind die. Ich nenne sie mal Traumfinger, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass da Lunchboxen liegen. Wer weiß, wer weiß. Aber gut. Weiter geht's. Müll. Müll ist immer gut. So, da ist der Trailer Park. Wo geht's da hin? Ah, ja, die gesperrte Straße. Cool, dass er das alles markiert hier. Okay, okay, okay. Wir können ja mal kurz gucken. Weiter geht's ja eh nicht. Oh, oh, oh. Wo geht's denn da hin? Ein Leuchtturm. Oh, haben sie schon repariert, die Straße? Ja, komm. Naja, wir folgen mal der Geschichte und gehen erstmal zum Wohnwagen. Weil, wie ich das jetzt schon so festgestellt habe, muss man schon die Reihenfolge beachten. Sonst werden diverse Optionen nicht freigeschaltet. Da ist Trailer Park. Post. Nix für mich, ne. Auf der Seite stand, dass ich hier einen Kultisten treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Bin ich immer. Hier kann man speichern. Ah, guck mal, da könnte ich mal ein paar Sachen in den Schuhkarton packen. Alles, was ich doppelt und dreifach habe. Da, die brauche ich im Moment noch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Was ist das? Propantank. Wurfbarer Gasbehälter. Er explodiert bei Beschuss und fügt allen. Ah, ja. Feine Sache, aber solange wir es noch nicht brauchen, weg damit. So, Batterien haben wir ohne Ende. Stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her, ja. Das Erste-Hilfe-Set packen wir auch mal weg. Ist ja jetzt aktuell noch nicht so notwendig. Sortieren mal ein bisschen hier. So, Pfeile, schön, aber ohne Armbrust brauchen wir die jetzt auch nicht unbedingt. So, die können wir auch mal wegpacken. Dann haben wir 6 von denen. 7 von den kleinen. Was ist das? Handfeuerwaffen, Munition. Pass auf, können wir das so und so. Das sind Dinge, die müssen wir nicht erreichen. Dass wir noch ein bisschen sortiert haben. Ja.
machen wir so. Und so. Und so. Bisschen aufgeräumter. Komm, da packen wir auch mal ein Päckchen noch weg. Das sollte erstmal reichen. Okay. Noch Loot, bevor ich speichere. Nee. Speichern. Das ist ein ganz schön langes Kapitel, ne? Also eine Stunde 40 ist das Video von Donnerstag. Bürgermeister Setter begrüßt ihre harten Plus Fragen. Das. Sollen wir da rein? Ja, ne? Tadam. Achtung. Es ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken. Oder nie wieder. Schnaps. Oh. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Oh. Ja. Sehen nicht wie Kultisten aus. Weißt du nicht, was für ein Kult? Das hilft nicht. Ich bin nicht ich selbst. Wie kämpft man dagegen an? Mjölnir-Kette da an. Wir sind zu alt. Verzeih. Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun ja nicht gut. Und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell. Du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte. Guter Tipp. Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich Odin zu sehen, mit der Augenklappe Saga. Und Thor mit dem Mjölnir ich um den Hals. Ich bin dein Großonkel Odin. Geil. Und das ist ein lange verschollener Morfar. Morfar. Thor. Thor ohne H geschrieben. Geil. Er ist dein Großvater. Und ich bin der Allvater. Cool. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben. Vielleicht sind sie ja nicht verrückt. Du bist bestimmt beschäftigt, meine Liebe. Wir wollen dich nicht aufhalten. Guck mal, bunte Steine. Komm jederzeit vorbei. Also. Guck mal, hier ist ein Traumfänger. Wo noch? Da. Da ist noch eine Lunchbox. Haha. Sieben Stück. Oh, jetzt können wir basteln. Du kannst Widrigkeiten meistern und deine Ziele erreichen. Yes. So. Mit 18. Also, flüssige Bewegung erhöht Nachladegeschwindigkeit. Ist schon mal nicht verkehrt.
verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Ne, komm dann hier. Nachladegeschwindigkeit. Die hat mich ja schon ein bisschen gestört, ne? Mit einer flüssigen Bewegung knickte Saga die Schrotflinte. Die leeren Patronen flogen über ihre Schulter und legte die neuen Patronen ein. Schneller, als sie es für möglich gehalten hätte. Tja, hab sie auch drauf, ne? Cool, sehr cool. So, sonst ist hier aber erstmal nichts. Na und? Dieses deprimierende Tango-Zeug ist schlecht für dich. Und hier? Steckt zu viel Wahrheit. Zieh mich nur runter. Pirlus Tango ist der Baum. Okay, das ist Trailer 1. Und ich kann rein. Dann durchsuchen wir mal das alles. Kleine Zimmer, ne? Warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir neue Werbung. Die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, sind unsere neuesten Wagendesigns. Wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar Mitzwas oder ihrer Kinzikanzinera. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum sollten Sie uns glauben? Hören wir, was einer unserer viel zufriedenen Kunden zu sagen hat. Ich war beim letzten Hirschfest. Die Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, alle Sachen waren angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen zu verbilligten Preisen, die Sie voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute. Okay. Da wieder so ein Ding zum Streicheln. Ein braves Reh. Hirsch. Rehe haben kein Geweih. Oder täusche mich da? Batterien. Okay. Das war die Nummer 1. So, habt ihr noch was zu erzählen? Ja. Ihr Name ist Anderson? Genau wie du, Kleine. Thor Anderson. Odin Anderson. Die Old Gods of Asgard. Das ist unsere Band. Du. Du bist Saga Anderson. Verdammt nochmal. Eine Wikingergöttin. Das hört sich nicht gut an. Thor? Odin? Saga? Alles nordische Namen. Und derselbe Nachname. Ein Zufall? Hat die Geschichte ihren Namen zu meinem geändert? Also weißt du, wo der Trailer der Andersons ist? Direkt hinter uns. Wir haben ihn beobachtet, seit du gegangen bist. Aha. Danke für die Hilfe. Jederzeit, Kleine.
Interessant. Ihr beide hattet wohl ein bisschen zu viel Spaß. Sieh durch, schaut uns, Bruder. Sie hat die Macht. Das schreit nach einer verdammten Feier. Die kleine Saga. Ganz erwachsen und wieder zu Hause. Ja, wir haben was getrunken. Nur zum Probieren. Der berühmte Anderson-Schnaps. Der Nektar der Götter. Dann wäre es Met. Nein, danke. Habt ihr ein paar Verrückte mit Hirschmasken gesehen? So viel habe ich auch nicht getrunken. Je leerer die Flasche, desto schöner die Dinge, die man sieht. Mit einem Auge ist es sogar noch besser. Okay, vergiss es. Hätte ja sein können. Okay, dann die zwei. Der Anderson-Wohnwagen. Schauen wir mal. Es stinkt nach Alkohol. Wie kann das denn sein? Oh, guck mal, eine FBI-Tasse. Ist das wirklich mein Wohnwagen? Mord am Herrenhaus. Ein architektonisches Rätsel von Margaret Formore. Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Das würde sein Verhalten erklären. Mhm. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Mhm. Hinweise verfügbar. Können wir gleich mal gucken. Ja, Lunchboxen, die sind hier. Noch eine Lunchbox. Okay, dann F. Die Spur des Kultes. Genau. Wenn es erledigt ist, dann mach es selbst. Mein Leben in Watery. Was? Dahin. Die schreiben tatsächlich Tor überall ohne H. Moin, Grottemolch. Hi. Na, alles gut? Schön am Chillen am Sonntag. Das passt. Irgendwie gehört das alles zusammen hier. Okay, nächster Fall. Kult des Baumes. Notiz aus einem Kultistenversteck. In der M und T erwähnt werden. M und T. Mulligan and Thornton. Ja, vielleicht. Ja, bei mir auch soweit. Bisschen kaputt irgendwie. Gestern auch schon. Ich habe mal meinen Sohn gehabt übers Wochenende. Der gestern kaputt gewesen. Ich gestern kaputt gewesen. Also haben wir nichts gemacht eigentlich. Heute genauso. Wir sind früh ins Bett. Waren dann auch früh wieder wach. Gefrühstückt, dann waren wir mit dem ferngesteuerten Auto, waren wir ein bisschen draußen am Fahren, dann zurückgekommen, Mittag gegessen, ja, dann ist er auf Kinderfasching mit seiner Mutter und ja, ich wollte ein bisschen schlafen, das hat nicht funktioniert, also habe ich mir ein Monster Energy reingeballert und fange jetzt an ein bisschen zu spielen, oder seit einer Stunde und 12 schon. Ja, irgendwie den Sonntag umkriegen.
Hier, watery. Oh, cool. Da werde ich vielleicht reingucken, wenn ich nicht auch noch selbst online bin. Ich habe so schon ein bisschen was gesehen und auch gehört von Kumpels. Aber mal gucken. Ja, das Wetter. Und ich war ja 2 Wochen krank. Ich habe richtig flach gelegen mit Fieber und allem Pipapo. Und bin jetzt seit einer Woche zwar wieder am Arbeiten, aber bin trotzdem so fertig und schlapp. Und ich weiß nicht, war es dann noch ein bisschen anstrengend, in Anführungszeichen, so Donnerstag, Freitag. Und jetzt bin ich einfach erschöpft, einfach kaputt. Ich weiß nicht. Irgendwie hänge ich drin. Und ja, Wetter spielt sowieso eine ganz große Rolle bei mir. Bin ja mit Depressionen, wie sagt man? Also ich habe halt Depressionen, schon ein paar Jahre. Und das sind saisonale Depressionen. Ne, immer wenn das so scheiße ist draußen, keine Sonne scheint, kalt und trüb, dann zieht mich das extrem runter. Vor Jahren. Also das spielt da auch mit rein, auf jeden Fall. Recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Aha. Love you, Logan, Grandma. Das ist Mamas Handschrift. Mhm. Was haben wir jetzt wieder rausgekriegt? Versus Fiction. Logan. Stromrechnung an mich adressiert. Kommt wahrscheinlich dahin. Ah. Schlaues Kerlchen. Ja, ist absolut nicht cool. Maverick! Ja. Meinst du? Ohne Haar? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht als Name oder so. Aber der Thor aus Asgard wird eigentlich mit Haar geschrieben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich lese auch gerade unten wieder die Sagen der Germanen, wo die ganzen Geschichten drin sind von damals. Überall mit Haar. Und sonst alles klar bei dir? Also für einen Wohnwagen, ne, ist das ziemlich geil eingerichtet hier. Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Das nordische Sagenbuch, das meine Mutter Logan geschenkt hat. Born. Logan liebte ihre Musik. Bon. Logans Junior-Agenten-Zertifikat. So süß. Aha. Der nette Fremde. Ja, voll krass, die Wohnwegen da. Der Hammer. Also ich war vor ein paar Jahren in Holland. In, wie heißt der Freizeitpark noch? Fällt mir gerade nicht ein. Ganz bekannt. Und also wir waren erst mit der Firma da, haben wir den ganzen Park gemietet und haben Party gemacht. Und dann ein paar Wochen später war ich mit meiner Mutter und Frau und Schwester da. Und da haben wir uns auch so einen Trailer gemietet. In der Nähe halt. Ach Gott, war das ein Rotz. Das war wirklich einfach nur ein kleiner Holzkasten mit so ein paar Betten reingestellt. Ganz übel. So.
So, Logan. Wo ist... Hey? Naja. Mal gucken, wo das hing. Ah, da kommt's hin. Okay. Das ist für später. Alles klar. Was haben wir noch? Oh, guck an. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskela-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Ups. Nein. Ist sie ertrunken als Kind in dieser Realität? Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Ah, nee. Die Tochter ist das. Scheiße. Oha. Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Oh, shit. Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Ja, komm nicht zu mir, will ich damit sagen. Mulligan ist ein Kultist? Was zum folgen. Teufel geht hier vor sich? Da oben. Thornton auch. Stehen bleiben. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene? Oh. Alter. Oha. Es wird spannend. Schnapp dir diese Arschlöcher. Konzentrier dich auf den Fall. Der Artikel über Logan war eine Lüge. Denk nicht daran. Der Kult hat den Klicker. Hol ihn dir. Bring das wieder in Ordnung. Da ist er. Das sind schon zwei. Alter. Ich mach hier mal eben auf, falls ich... Ah. Schraubenzieher? Messer? Nee. Okay. So, bevor ich da reingehe, will ich mich nochmal kurz ein bisschen hier umgucken. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht. Okay, dann gehen wir mal da rein. Wenn er noch hier ist, muss ich ihn finden.